Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Bang on Balls Chronicles. Das Game, womit man am besten beschreiben kann, wenn ein Meme zu einem Game wird. War das vorher ein Meme und ist dann ein Game geworden? Ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das Meme ist aus, was ist denn das, 2010 rum oder so? Sind diese Country-Bälle aufgetaucht? Oder noch früher? Ist auf jeden Fall super alt. Und daraus ist halt ein. Nehmen wir es mal, Koop-RPG entstanden. So, gucken mal. Man spielt halt diese Country Balls, kann halt sich verschieden kleiden, also verschieden kleiden in dem Sinne, indem man verschiedene Länder auswählen kann. Ich habe jetzt gar kein Land, glaube ich, ausgewählt. Das ist Großbritannien soll das, glaube ich, sein. Okay. Oh, nice, ich habe eine Mütze bekommen. Okay, was ist mit diesen Pilzen? Die bringen mir nichts anscheinend. Mit Linksklick können wir hier also einen Dash machen. Jo, lass uns mal abfotografieren. Bäm. Das heißt, man hat halt in der Welt immer kleine verschiedene Aufgaben. Beziehungsweise verschiedene Level. Oh. Okay. Witzig. Und diese blauen Punkte, das sind letztendlich unsere, naja, nicht Erfahrungspunkte, sondern Fortschrittspunkte oder wie man. Nimm was, Mike. Sowas, ja, sowas wie Erfahrungspunkte. So, die kleinen Schafe, die müssen wir eigentlich, glaube ich, nicht machen. Das ist einfach nur, wenn man Bock hat, glaube ich. So, deswegen gehen wir einfach mal weiter und gucken uns mal weiter um. So, was ist das? Aha, wir müssen da irgendwas draufstellen. Ach so, und wir müssen hier 1500 Punkte einladen, damit wir diesen Ball freischalten. Und dann können wir bestimmt einen Ball hier hinstellen. Und okay, also müssen wir die Schafe gleich doch machen. Aber hier, das zählt das als ein Boss. Was ist mit dem? Oh, okay, da ist noch einer. Bam. Mit dem Kollegen hier. Okay, haben wir. So, gucken wir mal, was ist das hier? Einfach runtergeschubst, okay. Oh, okay, noch eine Kiste. So, mit Shift können wir hier auch so diese blauen Punkte auch einsaugen, falls sie nicht automatisch in unsere Bank gehen, aber normalerweise müssten die das. So, oh, okay. Jetzt fighten wir einmal. Bam. Oh, wir kämpfen hier gegen Schweden. Das heißt, wir haben ja gar nicht Großbritannien genommen, sondern das müsste. Gibt denn das Australien? Ne, ich bin gerade doof. So, haben wir das. Was mit Kisten? Bringen Kisten was? Oh, bin gar nicht gesehen. Bam. Ich habe jetzt gerade auch vergessen, wie man. Ah ja, hier müssen wir zum Beispiel Punkte aufsammeln. Hä? Da ist noch einer. Lol, die werden ja aus so kleinen Skeletten, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das wäre witzig. So. Hä, noch einer? Alter! Hahaha! Oh, das ist ja super lustig. Egal, wir gehen. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Aber wie machen wir die denn kaputt? So. Das müssten wir irgendwie. Also es gab. Ich weiß, dass es einen Doppelsprung gibt. Und dann immer mehr, oder was? Wo ist eine andere? Da weg? Wie mache ich diese. Boah, du Nervensäge. Immer weg. Okay, warte mal. Wir probieren mal was aus. Hier. Gott, was ist denn jetzt? Kommt jetzt wir oder was? Okay, die verfolgen mich sogar. So. Irgendwie. Ah, jetzt komme ich so hoch. Wow. Okay, ich bin runtergeflogen. Komplett runtergeflogen anscheinend.
Egal, wir sammeln erstmal das hier ein. Ist hier unten noch eine Kiste? Nee. Scheiße. Okay, egal, dann gehen wir hier nochmal rauf. So. Ist nicht. Okay. Na, komm. So. Machen wir den hier tot. Bam. Bin mir nicht sicher, was das bringt, aber. Oh. Okay. Warum ist hier so ein. Ja, wie ein Zahnrad-Symbol? Nee, was ist. Nee, Quatsch, das ist kein Zahnrad, das ist eine Film, oder? Also eine Filmrolle. Das heißt, vielleicht müssen wir eine Filmrolle hier hochbringen? Mhm. Bam. Weg mit dir. Ah, okay, das ist nochmal eine andere Stage. Es sieht halt am Anfang sehr, sehr einfach aus, aber es gibt ja auch. Wir können zum Beispiel diesen Apfel werfen, wenn ich jetzt nochmal wüsste, welcher Knopf das war. Wo waren das hier? Controls. Ah ja, hier, Keyboard Bindings. Was haben wir denn? Interaktiv, Objectives X, Point. C. Slam Left Steuerung? Nee. Achso, nee. Das könnte sein. Left Steuerung, dann. Also Links Steuerung. X. Und. Ah, nee, F. Okay. Also Left Steuerung. X. X, okay, das war das hier, genau. Destroy Boats. Destroy Boats. Und was haben wir? Okay, eigentlich nur Boote zerstören. Gut zu wissen, dass ich jetzt eigentlich eine komplett andere Aufgabe habe, von der ich dachte, dass ich die nicht habe. Ah ja, okay. So, dann nehmen wir erstmal das hier. Sprinten gibt es anscheinend nicht. Ich dachte schon. Was ist das? Oh, okay. Oh, scheiße. Habe ich den jetzt aufgeweckt? Ach, du Kacke. Jetzt habe ich den aufgeweckt. Sind das jetzt? Was? Warte mal, ich muss mich umdrehen? Greift er mich dann an? Nee. Alter! Okay. Ein kleiner Wichser. Kann er gar nichts machen gegen den, außer zu warten. Boah. Ja, Nervenbike, egal. Wir gehen erstmal weiter. Oh, okay. So ein cooler Dash. So, nehmen das hier. Da noch eine Kiste. Na? Können wir das hier kaputt machen? Ja, anscheinend. Was ist hier los? Oh, scheiße. Okay, was ist das jetzt? Ach so, okay, das ist einfach nur ein Kleidungsstück. Ja, das sieht cool aus. So eine Hofmütze. So eine Jeansmütze. Ne, okay, wir können nicht. Hä? Was geht denn jetzt? Ah, ne, der ist gar nicht böse. Okay. So. Und die erstmal kaputt. So. Und wie viel haben wir hier gebraucht? Und das, das sind Hasen. Bam. Toter Hase. Okay. Witzig. Hey, warum kann ich denn das nicht einsammeln? Ah ja, jetzt. Ah, okay, das ist auf den Bäumen wie Äpfel. Okay. So, wie viel haben wir noch? 1100 haben wir hier, okay.
Oh, ein Stern, was auch immer ein Stern bringt. Keine Ahnung. Oh, Alter. Okay. Wie bei Super Mario. Wenn wir die ja richtig kaputt machen. Bam, Alter. Was ist das für ein Vieh? Keine Ahnung. Ja, oh, Alter, ich kann auch Mauern kaputt machen. Alter Schwede. Übelst stark. Ah, rechts oben haben wir jetzt 1 von 15 solcher Filmrollen. Und 0 von 18 Schlösser. Aber wir haben doch schon ein paar Schlösser aufgemacht. Zählen die dann vielleicht nicht? Ja, okay, das können wir nicht freischalten. Okay. Alter, schlägt er mich einfach weg. Was soll denn das? So, wir gehen mal. Wir fletschen mal hier hin. So, wir müssten ja zum... Hier. Invasion. Also, dass ich das alles einsammeln, ist schön und gut, aber das sind ja alles nur Nebenaufgaben, die ich jetzt bisher mache. Ach, da müssen wir hin, okay. Ja, dann gehen wir da auch hin. Bin mir auch noch nicht sicher, warum diese Pilze so leuchten. Okay, was ist damit? Erstmal Foto. Ja. Mal, wie komme ich denn da ins Schloss ran? Kann ich dich hier als... Aua? Nee. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ah, okay. Das funktioniert aber. Was ist das? E? Ah, okay. Das ist ja witzig. Ein LAN-Kabel als Multiplayer-Modus Anschluss. Netzwerkkabel, nicht LAN-Kabel. Nee, den Helm will ich jetzt nicht freischalten. Was ist das? Achso, nee, das ist nur ein Pilz. Ah, da ist aber eine Kiste. Nice. So, dann gehen wir mal weiter. Ist das ein böser Kollege? Nee. Das ist einer von meinen. So. Bada-boom. Bada-boom. Ach so, das sind solche Knallpflanzen, die halt als Bombe fungieren. Das ist ja witzig. Das ist ja super cool. Bada boom. Bada boom. Das Spielprinzip ist so, also am Anfang zumindest, halt so simpel. Aber es funktioniert einfach. Das Game ist aus 2021 tatsächlich, aber halt in der Early Access immer noch. Da kommen halt immer mehr halt raus. Wie viel kostet das? Ich glaube 5? Nee. Ah ja, stimmt. Normalerweise kostet es 21,50 und zurzeit ist das bis zum 7. August reduziert auf 10,75 €. Boah, okay. Jetzt hatte ich gerade irgendwie Lags. Was geht denn bei dir? Alter. Geh mir doch nicht auf den Nerv. Ja, wir gehen weiter. Ich weiß es auch absolut nicht, wie ich diese ganzen Typen mit dem Schild besiegen soll. Ach du Kacke. Okay. Der ist ja ein bisschen größer. Wow. Ach so. Die Dinger, die schubse ich einfach in ihn rein. Glaube ich. Oh, scheiße. Ah. Ich muss das nur treffen. Du Scheiße. Was ist denn jetzt? Ist ja hier alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Alter. Okay, nice. Jetzt habe ich ihn getroffen. Den nochmal getroffen. Wie lange lebt denn der noch? Bam. Alter, ich verliere langsam richtig viel Leben.
Das Ding ist, ich nutze mein Schild auch die ganze Zeit nicht, ne? Junge, was war das denn für ein Dash? Alter. Jetzt fangen die mich auch noch an zu stunnen? Was ist das denn für eine Verarsche? Aua. So, hier ist wenigstens Leben endlich mal. Aua. Jetzt haben wir nur noch zwei Leben übrig. Au. Alter. Geh mal weg. So. Das Ding ist, das ist immer noch nicht meine Aufgabe, den hier kaputt zu machen, ne? Ich muss ja die Boote zerstören. Was ist das hier? Oh. Oh, das ist ja cool. Ja, ja. Okay. So. Lol, was war das denn? Tot. Aua. Aua. Du Scheiße, geht mal weg, Alter. Ah, okay, die sind dann gedane. Das heißt, dem muss ich auf jeden Fall ausweichen. So. Jetzt sind die gleich gestunt. Dann kann ich die... Wie viel halten die denn aus? Hört mal auf damit. Aua. Noch dreimal muss ich das machen. Boah, noch Nervensäge mit Bomben. So, haben wir den. Jetzt den Kollegen hier. Komm mal ran. Alter, was? Die weg. Wada boom. Geräusch ist super lustig. Lol, jetzt brennt der. So. Dann gehen wir das mal mit den Booten machen. Ist noch einer im Wasser anscheinend. Lol. Ah, das sind hier. Oh, ist das geil. So, weg mit dem. Weg mit dem. Oh Gott. Hä? Ich dachte, ich habe verloren. So. Ah ja. Eins von drei. Okay, 2 von 3. Boah, die haben alle so viel Leben, ey. Das ist mega nervig. Ah ne, da ist noch eins. Gar nicht gesehen, das Ding. Na? Boah. Jetzt. Okay. So. Ah, okay, jetzt kriege ich so eine Filmrolle. Habe ich diesen... Oh, da ist auch noch einer, okay. So. Okay, machen wir erstmal das hier. Okay, haben wir erstmal einen Kollegen befreit. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Wir heben erstmal das hier auf. Okay, das... Den ignorieren wir den Kollegen einfach mal. Ja, was auch immer das bringt. Dass wir das zerstören. Nicht so viel anscheinend. Was ist das hier? Hä? Na komm.
Ah ja, okay. Da, wo es blau leuchtet, da sollen wir noch hin. So einfach ist das. Oh, cool. Frösche. So. Was ist das da für ein Riesenvieh? Sieht wie ein Schaf aus oder so? Ne, wie eine Ziege, wie ein Riesenziegenbock sieht das aus, ne? Okay. Was ist das hier noch? Bam. Ach so, bin doof. Das ist ja der Fernseher, wo wir am Anfang waren. So. So, dann schalten wir das mal frei, was auch immer das bringt. So. Oh yeah. So. Machen wir das mal. Boah. Alter. Was bist du denn bitte? Ich bin Vieh. Hä? Hä, jetzt versteckt er sich oder was? Aua. Junge, was? Wie viele kleine Scheißviech hast du hier noch? Bam. Geht noch weg, ey. Bam, 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 bam. Los, weg mit euch. Noch einer? Nein, Fresse. Okay. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Irgendein. Ach so, witzig. Okay, das heißt, diese ganzen Nebenaufgaben sind letztendlich eigentlich nur dafür da, um kosmetische Items zu sammeln. Das finde ich cool. Also vor allem, weil man muss halt kein Geld dafür ausgeben für irgendeinen kosmetischen Quatsch. Was halt heutzutage in den ganzen Games ja normal ist, sage ich jetzt mal. Ne? Microtransactions und so. Was ich zwar bei Free-to-Play-Spielen nicht schlimm finde, aber bei Games, wo man halt 50, 60 Euro bezahlt und dann immer noch Trends irgendwie. Was ist das? Behold. Naja. Okay. Habe ich das? Okay, die Kamera habe ich noch nicht benutzt. Nice. Aber auf der anderen Seite war ich hier doch schon, ne? Bin ich mir eigentlich sicher. Boom. Oh, da ist irgendwas Großes. Okay, das ist ja einer von uns. Was ist das? Eine Glocke? Eine kaputte Glocke. Das sieht auch witzig aus, aber ich behalte. Alter! Kollege! Geh mal weg hier! So, sammeln wir das hier mal ein. Was gibt's hier noch? Okay. Kollegen, die schlafen. So, Foto. Dankeschön. Okay, hier komme ich nicht durch. Aber hier ist. Okay. Was gibt's hier noch? Da oben noch. So, haben wir das. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ein Schloss. Okay. Das ist irgendeine Abkürzung, die ich genommen habe, ne? Anscheinend, ja. So. Okay, gehen wir wieder zu den Booten, würde ich sagen. Wo ist denn das? Eins ist. Hä? Ach, da ist eins.
Hä? Das habe ich nicht aufgesammelt? Ist ja komisch. So. Haben wir? Haben wir auch. Bam. Geh mal weg. So, was ist das hier? Das haben wir noch nicht freigeschaltet. 1500 können wir jetzt aber machen. Na? Oh yeah! Oh yeah. Ich guck mal kurz, was der Kollege hier macht. Ah ja, das ist wieder genau das gleiche wie vorhin. Bam, 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 bam. Was ist denn das jetzt? Geister? Na, okay. Das ist diese so eine Filmrolle. Das kann ich nicht freischalten. Erstmal zumindest. Oh. Sind hier kleiner Gespenster gespawnt. Was auch immer das sein soll. Na? Wie viel Leben haben die denn bitte? Unnormal. Solche kleinen Scheißviecher. Ist irgendwie nicht ganz gerafft, was das gebracht hat. Dass wir uns da drauf gestellt haben. Warum gibt es überhaupt ein Trampolin? Gibt es hier oben noch irgendwas? Ah ja, da. Deswegen gibt es ein Trampolin. Lass mal nochmal ausprobieren. Na? Da! Ah, so, jetzt. Ah ne, hä? Also wir müssen das hier freischalten, damit wir dann da irgendwas auch freischalten können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ha. Was ist das hier? Nee. Keine Ahnung, blauer Kristall. Ich weiß nicht, was der macht. Scheint ja nichts. Oh, warte mal, hier ist auch so ein... Ah. Okay. Jetzt habe ich das freigeschaltet. Ach so, das sind hier vier Laternen. Okay. Das heißt, ich muss von vier Seiten irgendwo diese Dinger freischalten. Das heißt, ah, hier gibt es noch eine. Wie auch immer ich die freischalte. Gehen wir mal hier hin. Na, komm schon. Sind das viele, ey, von diesen kleinen Viecher. Und wie schalte ich das hier frei? Da oben ist irgendwas. Gehen wir da oben hin? Ah, okay. Ich weiß, wie ich das freischalte. Nice. Hä? Ja, okay, wir sind hier oben. Bam. So. Aber das dritte freigeschaltet, von insgesamt vier. Ah, und ja, und den haben wir ja auch noch nicht. Okay. Boah, Alter, jetzt so ein Fetter oder was? Ach so, wir kriegen jetzt hier so eine... das sind, Zombies sind das, okay. Wir kriegen so eine Zombie-Maske freigeschaltet. Okay. Zombie, 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 Zombie. Ach scheiße, wir brauchen... Oh, fuck, ich habe nur noch ein Leben. Alter. Nicht cool. Zombie, Zombie, ja. So, nehmen wir... Na? Was stand da jetzt noch? 95 oder so? Wie haben wir diese Maske schon freigeschaltet gehabt? So, hier haben wir 23. Zombie, Zombie, Zombie. Und hier haben wir noch was.
so viel Leben. So. Nice. Warum haben diese Filmrolle, die haben wir schon freigeschaltet, ja. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wirklich mal zum Strand. Und machen jetzt einfach mal die Hauptaufgaben. Hä? Ah ne, da ist eins auf jeden Fall. So, mach mal Foto. Dankeschön. Na, nimm das mal. Nice. So. Was ist damit? Ah ja, das müssen wir hier wieder freischalten mit dem Typen. 1000. Okay, das können wir jetzt nicht machen. Wie ist denn dahin? Aua. Geh mal weg. Was ist denn das? Das ist arschweit weg, ne? Hier können wir wieder was freischalten für 1000. Oh, oh. Und die Geräusche sind so geil, die die alle machen. Müssten wir hier erstmal was freischalten oder nicht? Hier gibt es auf jeden Fall ein Foto. Das können wir nur von der anderen Seite freischalten. Ha. Huh. Okay. Was ist das? Steht da Tattoo. Ah, okay, jetzt. Ist freigeschaltet anscheinend. So. Okay, machen wir mal. Oh, das ist ein Boss anscheinend. So, machen wir mal die Zombie-Maske hier. So. Wow. Okay, jetzt hat er sich in zwei kleine aufgesplittet. Aua. Warte, was ist, wenn ich den... So, hier. Okay, das splittet sich nochmal in zwei auf. Alter. Aua. Heilige Scheiße. Alter, ich habe nur noch ein Leben. Okay, das war nicht die beste Idee, einen Boss zu gehen mit so wenig Leben. Versuchen hier vielleicht nochmal ein paar Punkte. Ah, da Leben, perfekt. Oh Gott, raus hier, raus hier, raus hier. Die splitten sich alle auf in zwei. Alter. Jetzt geht's aber richtig los. Massenkarambolage. Ah, ich vergesse immer, dass ich die so stunnen kann. Stimmt. Hier. Ich kann die so immer stunnen. Ja, genauso wie das bei mir macht. Kann ich das auch bei meinen Gegnern machen? Ja, genau so. So. Aua. Mann, das kann nicht funktionieren. Okay, ich bin tot. Damn. Also eigentlich braucht man nur Geduld. Sagen wir es mal so. Aber vom Spielprinzip super witzig. Und halt auch super... Oh, ich habe ja so ein kleines Vieh bekommen, oder was? Das neben mir rennt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wer auf ein entspanntes RPG oder ein entspanntes... Boah, wie kann man das denn sonst nennen? Was sind hier für Tags? Adventure... Achso, das stimmt. Einfach eine 3D-Plattformer. Action-Adventure-3D-Plattformer. Da gibt es später auch Seekriege. Was gibt's noch? Allgemein halt irgendwelche verschiedenen Level, wo ihr halt in irgendeinem Untergrund seid. Dann halt Burgkampf habt ihr halt auch, wo ihr halt irgendwelche Kanonen benutzt. Also das Spiel hat so viele... Sachen, die man machen kann, aber nichts davon ist wirklich
schwer, würde ich jetzt mal behaupten, sondern das ist halt wirklich nur zum, ja, ist ein Sonic-Game schwer? Ist ein Mario-Game unbedingt schwer? Jein. Je nachdem, wer es spielt. Und das Game würde ich jetzt auch einfach so setzen, dass halt hier der Spielspaß auch halt an erster Stelle steht und nicht, wie schwer was ist. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, vor allem für einen Zehner. Und ja, positive Steam-Kommentare, Entwickler, die sich nach 2 Jahren immer noch um das Spiel kümmern und weiterentwickelt wird. Was will man mehr? Ist schon mehr als jeder AAA-Titel, der tagtäglich gefühlt rauskommt. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.